Also ich hätte eine Frage bezüglich des Lissabonner Vertrags bzw. den Zusatztexten, Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, an der Herr Juncker ja mitgearbeitet hat, gilt ja als Architekt des Lissabonner Vertrags, aber die Frage betrifft eigentlich alle im Raum. Es ist eine Thematik, die sehr selten erörtert wird. Ich weiß auch nicht genau warum. Sie müsste eigentlich die Kritiker besonders interessieren, wie Herrn Blocher, aber auch die Medien behandeln das Thema nicht und besonders nicht die Befürworter der EU. Und zwar geht es um die Todesstrafe, die wieder eingeführt wird. Es wird nämlich in den Zusatztexten unter Artikel 2 Absatz 2 vermerkt, dass scharf geschossen werden darf zur Niederstreckung eines Aufstandes. Dass die Todesstrafe in diesem Sinne durch die Hintertür erlaubt ist, auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, um einen Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen, wie es heißt. Und jetzt möchte ich Herrn Juncker, aber auch die anderen fragen, Herr Juncker, haben Sie vielleicht mit solchen Zuständen wie in Griechenland gerechnet, Sie als Chef der Eurogruppe, dass so ein Gesetz hintendurch reingekommen ist in diesen Lissabonner Vertrag, dass man auf Menschen schießen kann? Die Frage an die Journalisten, warum berichten Sie nicht über dies? Und die Frage an die Kritiker, Herrn Blocher natürlich auch, warum sprechen Sie nicht darüber? Ich muss schon sagen, dass Sie einen ausgeprägten Sinn für Negativhumor haben. Sie vorzustellen, ich hätte mir gedacht, in Griechenland gäbe es eine Protestbewegung gegen europäisch-griechische Sparprogramme und deshalb hätten wir durch die Hintertür die Todesstrafe via europäische Verträge eingeführt. Wenn ich so etwas sagen würde, würde ich vom Balkon stürzen. Warum haben Sie dann die Todesstrafe eingeführt? Diese zitieren Sie mir in der Form, wie Sie von Ihnen zitiert werden, nicht bekannt und die Unterstellungen, die wir machen, weiß ich in aller Form. Darf ich Sie ihn runterbringen? Ja. Gut, also ich muss Ihnen sagen, Frau Brink, ist keine Todesstrafe. Eine Todesstrafe ist ein Strafmittel für Verbrecher und da sehe ich nirgends in diesem Vertrag. Was Sie anschneiden, ist der Waffeneinsatz erlaubt? Beim Ordnungsdienst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, als halt, das ist die Grundfrage der Armee und so weiter. Das ist so und das kann man auch nicht beseitigen. Es gibt natürlich Leute, die gegen die Armeen und so weiter sind und auch dagegen sind, dass die Polizei zu den Mitteln greift. Aber das ist ein altes Thema und ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass es keine Armeen und keine Schusswaffen zur rechtmäßigen Ordnung eben nicht gibt. Herr Juncker, warum wurde die Todesstrafe für Demonstranten eingeführt mit der EU-Verfassung? Die mögliche Todesstrafe wurde nicht für Demonstranten. In Artikel 2 Absatz 2 heißt es, eine Tötung, also als Zusatz zum Verbot der Todesstrafe wurde gesagt, eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch die Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Weil dies dem ordnungsrechtlichen Polizeirecht aller Länder der Europäischen Union und nicht nur der Länder der Europäischen Union spricht, wenn es zu Demonstrationen kommt, Gewalttätigkeiten führt und wenn es zu Wiederherstellung der Ordnung notwendig ist, dass Waffengewalt eingesetzt wird, weil die Stärke über das Gewaltmonopol verfügen, dann ist dies eigentlich nur nichts anderes als eine Festschreibung dessen, dass Verfassungen und Rechtsordnungen in der Europäischen Union funktionieren. Sie haben zu Recht erwähnt, dass die Europäische Union das einzige politische Gewissen weltweit ist, dass die Todesstrafe explizit auch ist. Kein Mitglied der Europäischen Union darf die Todesstrafe. Wollen Sie sich bitte vorstellen und zeigen, für welche Medien? Genau, mein Name ist Stefan Ligorio, ich bin von WeChange Switzerland. Und zwar habe ich zwei Fragen. Das eine ist, wir haben schon ein Interview gemacht mit denen, Sie kennen. Ah ja, heißt das Medium? Wie heißt das Medium? We Are Change. Sie wissen schon Bescheid, Herr Blocher. Das ist leider nicht vergessen. Das Logo. Nein, ich habe eine Frage, und zwar zum Schweizer Franken, wie Sie persönlich das Risiko von der Schweizer Nationalbank mit der Euro- und der Dollarposition einschätzen. Ich meine, wir haben jetzt Euro-Krisen, aber verkaufen wir da nicht unseren Volksvorstand durch die Nationalbank? Ich meine, ich bin überhaupt nicht einverstanden, der die Nationalbank gemacht hat, für 100 Milliarden Euro kaufen. 150? Ja gut, heute sind es über 100. Sicher? Nein, weiss nicht wie viele.
Aber es ist eine Bieridee, zu meinen, wir können den Euro stützen als kleines Land. Das ist gar nicht möglich. Wenn man so gewisse Währungskäufe macht, um etwas auszugleichen, damit nicht von einem Tag an mal nichts haben. Aber das andere, das ist unglaublich. Wir haben jetzt bei der Nationalbank auf diesen Währungsreserven etwa 30 Milliarden verloren. Das ist die Hälfte des Bundeshaushaltes. Und jetzt bezahlen wir noch 16,5 Millionen an die Milliarden an, die an den Währungsfonds. 46, 48 Milliarden sind bald bei einem Bundeshaushalt. Das ist leichtfertig. Okay, und die zweite Frage noch ganz kurz. Sie sind ja bei den Bilderberger Treffen gewesen. Was hat das mit der ganzen EU, mit der Bilderberger Agenda zu tun? Und Philipp Hildebrand, wenn es mir recht ist, ist ja auch an diesen Treffen an uns drin, oder nicht? Also ich bin einmal habe ich der Einladung vorgeleistet, weil ich mal das wissen wollte, was das eigentlich ist. Was es da abgeht? Ich muss Ihnen sagen, das ist eine völlig harmlose Geschichte. Ich wäre nicht mehr, weil es mir zu langweilig ist. Aber werden dort nicht wichtige Entscheidungen getroffen? Es sind während anderthalb Tagen sind von morgen bis abend, spricht einer, sind vor allem amerikanische aus den Think Tanks, und dann hat einer eine These und eine Gegenthese. Und da wird diskutiert, damals war es natürlich die Bankenkrise, weil es aktuell war, diesmal ist es vielleicht die Währungskrise, aber es ist an sich interessant, aber es ist auch nichts, was man hört und was man auch nicht in den Zeitungen lesen kann. Es werden auch keine Beschlüsse gefasst, es ist das Einzige, und da habe ich ja noch, das sind alles Leute in führenden Positionen, die für zwei, drei Tage zusammenkommen, um solche Probleme zu lösen. Okay, also vielen zu besprechen, nicht zu lösen, zu besprechen. Vielen Dank. Das ist ein großer Think-Tank. Ja. Vielleicht muss etwas Kleines zu tun. Wie ist die Name? Mein Name ist Andrew Müller, ich bin auch von Wear Change. Und noch vielleicht einen Zusatz zu denken. Sie sagen, es hätte keinen Einfluss, wer mich beschlossen. Etienne Davignon, der Vorsitzende der Bilderberg-Gruppe, hat ja in der Washington Post einen Artikel mitgeschrieben, da wurde gesagt, dass sie wesentlich an der Schaffung des Euro mitgearbeitet haben. Nur so zur Information, das können Sie mal aufschreiben. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Sie haben mir vorhin eine Frage abgeliefert mit Krieg, also ich habe es wegen der Todesstrafe gefragt, und das ist nur Kriegszeug und Pazifismus und so. Nicht Kriegszeug, Pazifismus, das ist die Frage, eine ernsthafte Frage. Darf man im Ordnungsdienst die Waffen gebrauchen oder nicht? Ordnungsdienst ist bei, wenn Sie Unruhen haben in einem Land, ein Doku machen müssen. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen, ob man das in einem unfriedlichen Ordnungsdienst macht oder ob man vornherein aufpassen, das ist, beschließt, dass die Regierung das Recht hat, im Falle eines Notzustandes. Können Sie uns nicht einige Waffen schreiben? Hier nicht eine Diskussion. Das ist ja nur eine Frage, Herr Lobber. Eine Frage. Dann wird die Grundrechtecharta der Europäischen Union verbindlich. Und in dieser Charta steht, dass niemand zum Tode verurteilt werden darf und niemand hingerichtet werden darf. Das ist aber nicht die wirkliche Regelung, denn diese Regelung ist erläutert. In den Erläuterungen steht, dass dieses Verbot der Todesstrafe und der Hinrichtung eben nicht gilt in Kriegszeiten oder bei drohender Kriegsgefahr, aber auch nicht gilt im Falle des Aufruhrs oder des Aufstandes. Wenn die Mitgliedstaaten für diese Fälle die Todesstrafe einführen, ist sie nicht grundrechtswidrig. Aber schlimmer noch, auch die Organe der Europäischen Union, genauer genommen der Rat, kann die notwendigen Beschlüsse fassen, um effiziente Einsätze des Militärs zu ermöglichen. Und welches Prinzip ist effizienter als eben die Verhängung der Todesstrafe, wenn Soldaten etwa nicht so handeln, wie sie man es von ihnen erwartet? Also es ist zu befürchten, dass die Europäische Union durch den Rat, durch Maßnahmen die Todesstrafe einführen wird für diese genannten Fälle. Ich denke, man kann einen Vertrag, der in Europa die Todesstrafe wieder möglich macht, überhaupt für bestimmte Fälle ins Recht setzt, schlechterdings nicht zustimmen. Und Sie haben noch eine Frage an den Herrn Juncker von Bilderberg-Treffen zu. Okay. Das weiß ich nicht mehr, ob er dort war oder nicht. Das war, also das sind jetzt 4 Jahre her. Weiß ich nicht. Aber die EU-Kommissare sind natürlich demokratisch gewählt.
mein Sohn, ich war da, den Dachredner dazu. Die Ministerkonferenz, sind ja die Minister und die sind dann über jeden Ländern die Menschen. Also ich weiß, die EU hat ein gewaltiges Demokratiedefizit, das weiß das. Die EU kann heute auch, es hat für den Schweizer Reden. Gut. Okay, wer hat dieses Duell heute Abend gewonnen? Schweiz oder Europa? Ich muss Ihnen sagen, da kann es keine Sieger und Verlierer geben. Das habe ich aber nie geschrieben, ich sage für den EU-Beitritt. Nein, dann sind Sie also wie ich. Nein, nein, so ehrlich könnt ihr nicht sein. So, was halten Sie von Situationen wie Biesinger? Situationen wie Biesinger im Biesinger, wollt ihr das EU ausstreffen? Ja, das wird, die werden ja aus EU ausstreffen. Für mich ist natürlich auch schwierig, das ist von der Schweiz umgehen, oder? Ja. Aber müssten wir denen nicht helfen, wenn sie jetzt noch mit der EU wollen? Ja, wenn sie müssen das mit der EU in Ordnung machen. Wenn man dort die Grenzbereinigung würde machen, wäre ich nicht dagegen. Wenn die das wollen, weil das ist ja nicht Sklave, oder? Ursprünglich so mal die Schweiz gewesen, oder? Man immer gehabt, oder? Mhm. Aber da rede ich nicht rein. Dass wir Büsinger entscheiden und Deutschland muss sich entscheiden, ist eigentlich mit der EU. Das ist eine deutsche Frage. Und Schweizer Frage auch. Ja, die Schweiz würde, wenn Deutschland würde sagen, wir sind dafür, würde die Schweizer sicher anbieten. Da wird sie auch wieder zurückgehen. Um jetzt die Worte machen, geostrategisch. Weißt du, wie man. Nein, das hat doch nicht. Es ist ein weißer Fleck. Und dieser weiße Fleck ist ein geostrategischer Unsinn. Undin. Da muss ich eben sagen, also, weil ich wurde noch unterschiedlich. Die Schweiz ist ein weißer Fleck. Und der weiße Fleck ist ein geopolitischer Unsinn. Oder ob man sagt, die Schweiz ist ein geopolitischer Unsinn, das ist gleich. Der EU-Vertrag ist eigentlich die EU-Verfassung. Merkel sagte, ändert zwar die Sprache, doch nicht die Substanz, und so geschah es. Jetzt heißt der EU-Reformvertrag, doch ist inhaltlich immer noch derselbe, wie es vorher war. Der EU-Vertrag bringt Ländern das Ende näher. Länder sind dann, wenn er eintritt, keine Länder mehr. Länder werden dann Bundesländer und den Ländern das, um sie zu zitieren, regionale Selbstverwaltung. Der EU-Vertrag verpflichtet außerdem jeden teilnehmenden Staat, für Rüstung stetig mehr auszugeben. Ja, du hast eben richtig gehört, auf Rüsten ist Pflicht, warum merkt immer noch keiner, wie verrückt das hier ist. Der EU-Vertrag verleiht die Mächte wie das Kriegsvölkerrecht. Das heißt so viel wie Recht zum Krieg. Laut Gesetz ist sowas wie ein Angriffskrieg verboten. Doch auch das Gesetz wird bald vom EU-Vertrag aufgehoben. Der EU-Vertrag erlaubt ihn, Krieg einzusetzen. Unter der Bedingung, der Krieg dient ihren Interessen. Und du denkst, Kill ist spinnt und macht sich hier nur einen Spaß. Nein, ich find das nicht witzig. Geh und lies diesen Vertrag. Sag Nein zum EU-Vertrag, Nein zu der Diktatur. Nein heißt Nein, aber das ist Politik am Wurscht. Ich auf Uhr. Unsere irischen Freunde nutzen die Demokratie, die man uns hier nicht einräumte. Sagt Nein zum EU-Vertrag, Nein zu der Diktatur. Nein heißt Nein, aber das ist Politik am Wurscht. Ich auf Nur. Sie werden das Nein wiederholen an unsere irischen Freunde. Please vote no. Der EU-Vertrag baut sich hintenrum eine Tür für die Möglichkeit, die Todesstrafe wieder einzuführen. Bei drei Punkten: erstens Krieg, zweitens Kriegsgefahr. Doch der Begriff ist auslegbar von Politikern. Und drittens auch dann zur Niederschlagung eines Aufstands. Trauriger Fakt, auch wenn es mir keiner glaubt, man dann liest es selbst.